durchgezogen. Dann bin ich fertig. Wie sprecht ihr in Hessen Hochdeutsch? Oder Hessisch? Also, keine Ahnung. Ich spreche nicht Hessisch. Ich spreche einfach Hochdeutsch. Aber das ist mir eigentlich gestern aufgefallen. Da habe ich mit Freunden geredet und der eine Freund kommt nicht aus Hessen. Der kommt woanders her. Und der kennt zum Beispiel Kolter nicht. Und Kneipchen. Leute, wisst ihr, was ein Kolter ist und was ein Kneipchen ist? Bitte sagt mir das. Weil bei uns, das ist so ganz normal. Also jeder in Hessen weiß, was ein Kolter und ein Kneipchen ist eigentlich. Aber ganz viele kennen das einfach nicht. Also andere Bundesländer kennen das nicht. Und Schwaben aus dem Schwabenland, die sagen einfach zu... Das finde ich auch ganz crazy. Die sagen zu so einer Überlegdecke, also das, was für uns Kolter ist, das ist so eine, so diese Decken, die auf der Couch zum Beispiel liegen, so diese Überwurfdecken, die heißen einfach für Schwaben Teppich. Teppich. Ein Teppich. Teppich ist, liegt auf dem Boden. Für die ist das einfach eine Decke. Ja, finde ich ganz, ganz strange. Ganz strange. Ja, Statement. Statement, Pulli. Ich komme aus Hessen, kenne ich nicht. Echt nicht? Leute, kennt ihr, wisst ihr, was ein Kolter, wisst ihr, was ein Kneipchen ist? Sagt mir bitte, dass ihr wisst, was ein Kneipchen ist. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Weil für uns ist das wirklich im Daily-Sprachgebrauch eigentlich fast drin. Kneipchen. Kennt ihr Kneipchen? 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 Oh. Leute, geht das WLAN gerade? Weil ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass es richtig scheiße ist. Kneipchen ist ein Messer. Genau. Super. Kennt ihr noch irgendwelche Wörter, die andere nicht kennen? Weil dann schreibt mal bitte rein. Ich will jetzt raten, was das für Wörter sind. Das finde ich sehr interessant. Danke für das ganze Folgen, Leute. Dankeschön. Schreibt mal rein. Irgendwelche Wörter, so wie bei den Schwaben zum Beispiel Teppich. Das ist ja bei denen auch was anderes. Der Pulli ist von Statement Clothing. Leute, aber nicht so eine Scheiße. Macht richtig. Tschunde. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Leute, die kommen nicht hinterher. Weißt du was? Weckewerk. Weckle ist ein Brötchen. Das weiß ich, weil ich mit... weil ich war 2 Wochen... habe ich an der Küste gearbeitet. An der Ostsee als Rettungsschwimmerin. Und habe da mit ganz vielen Schwaben zusammengearbeitet. Also... Da waren ganz viele Schwaben, die auch da Rettungswache gemacht haben. Und mit denen habe ich immer gefrühstückt. Und die haben immer gesagt, kannst du mir ein Weckler geben. Deswegen weiß ich, dass es ein Brötchen ist. Ja. Leute, bin ich so blass gerade? Ja, okay, ein bisschen. Eigentlich bin ich echt immer saubraun, aber gerade bin ich echt blass. Aber das ist auch das Licht. Und die weißen Wände vielleicht da hinten. Der Pulli ist von Statement Clothing. Danke für die Rose. Aber Weckle, also warum sagt man nicht einfach Brötchen? Verstehe ich nicht. Du erinnerst mich voll an die Schauspielerin von Outer Banks. Dankeschön. Mein Gott. Danke für das Herz. Du hast irgendwie einen süßen Touch. Dankeschön.
Hey, das Licht ist wirklich gut hier. Das muss ich mir merken, den Spot. Hier kann ich öfter live gehen. Das ist echt cool. Warst du auch beim Faschingsumzug in Kroftorf? Natürlich. Natürlich war ich bei dem Umzug. Ja, war ich. Also, ich war an zwei Spots und dann, also erst war ich in der Seitenstraße und dann war ich